Meine Vollanzucht ist schon im vollen Gange. Ich habe bereits im Januar angefangen, konnte auch schon einige Auberginen, Paprika und Chilis pikieren. Einige fehlen mir noch. Jedenfalls kommen wir jetzt langsam ins Frühjahr und immer mehr Leute beginnen ja auch jetzt mit der Vollanzucht. Und ich bekomme immer wieder Fragen gestellt, welche Tipps ich euch geben kann bezüglich der Vollanzucht, damit eure Pflanzen kräftig und gesund werden. Von daher meine 10 Tipps für eine erfolgreiche Vollanzucht. Die Grundlage für die Vollpflanzung ist natürlich der Samen und auch hier bei den Pflanzen genau das gleiche. Schaut, dass ihr qualitativ hochwertiges Saatgut bekommt. Am besten samenfeste Sorten oder auch gleich alte Sorten, die natürlich auf eure lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Ich tue bei mir zum Beispiel Saatgut jedes Jahr für mich vermehren. Die Pflanzen passen sich an meine Kleinklimazone an und werden auch hier immer wieder robuster, wenn ich jedes Jahr aufs neue Saatgut hier nehme. Viele Menschen machen auch den Keimtest. Da tunken sie die Wasser für längere Zeit ins Wasser, tun sie dann zum Beispiel ein feuchtes Küchentuch mit reinlegen und so lange warten, bis sie dann nach 2-3 Tagen, wenn nicht sogar etwas länger, dann anfangen zu keimen. Das macht man einfach deshalb, damit man jetzt nicht unbedingt bei der Vollanzucht leere Töpfe hat, wo jetzt nicht aufgegangen ist, sondern hier den Platz richtig nutzt für die Pflanzen, die dann auch aufkeimen. Wer Saatgut benötigt, kann auch gerne von meinem Permakulturprojekt auf der Saatgutliste vorbeischauen. Ich habe zum Beispiel 40 verschiedene Tomatensorten. Jetzt ist ja auch schon langsam März. Von daher ist es auch die Zeit, zum Beispiel auch Tomaten mit vorzuziehen, wenn man jetzt das draußen fürs Freiland machen möchte und nicht mit LED-Pflanzen arbeiten möchte. Ich habe auch hier sehr viele verschiedene Melonen, Gurken, Paprika, Kürbisse, Salate, Kräuter, alles Mögliche, da auch gerne vorbeischauen. Dann kommen wir zum Punkt 2 und das ist die Erde. Ich habe ja schon mal in einigen meinen Videos erzählt, auch zum Beispiel, was man im Januar und Februar aussehen kann, welche Anzuchterde ich für mich benutze. Das ist meine eigene Komposterde, die ist so ein bisschen halb verrottet. Da sind auch ein paar Fasern, organisches Material mit dabei, auch Holzstücke, Pflanzenkohle, also Terra Preta, damit halt dort die Mikroorganismen mit dabei sind. Ich nutze die einfach nur. Bis jetzt wachsen meine Pflanzen wirklich gut heran. Prächtig, stark auch, haben überhaupt gar keine Schädlinge, auch Trauermücken überhaupt gar kein Problem in diesem Jahr. Ich mache es deshalb, damit halt hier die Pflanzen schon mal mit den Mikroorganismen in Kontakt kommen, denn laut Herwin Pommersche, Leben bringt Leben. Die Pflanzen leben nicht nur von den Nährstoffen alleine, weil die ja tot sind, organisch verfügbar gemacht werden und das machen zum Beispiel die Mikroorganismen und die nehmen die Pflanze ja über ihre Wurzeln mit der Endozytose auf. Außerdem gewöhnen sich dann die Pflanzen langsam an das Mikrobiom, welches ich hier bei mir im Garten habe. Wenn man es jetzt zum Beispiel mischen möchte, weil es ja wichtig ist, dass die Erde fluffig ist, damit die Wurzeln keine Probleme haben, sich auszubreiten, bei einem schweren Boden, bei der schweren Erde, braucht die Pflanze viel zu viel Kraft, um hier die Wurzeln weiter ausbreiten zu können. Deswegen mit denen Pflanzen auch mickrig bleiben. Von daher fluffig, das kann man zum Beispiel mit Sand machen, eventuell 2/3 Komposterde, 1/3 Sand. Oder man kann dann so einen Split machen, dass man sich hier zum Beispiel Humus rausnimmt aus einem Gartenboden, speziellen Gartencenter, hier qualitativ hochwertige Erde nutzt und die halt mit dem Kompost 1/3 mischt, 1/3 diese Erde und 1/3 Sand. Ja, vermeidet bitte Erde, die mit Torf angereichert werden. Dafür werden zum Beispiel Sümpfe trockengelegt, um an diese Ressource ranzukommen. Zerstört sehr viele Lebensräume und ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich für unsere Natur. Punkt 3, achtet auf die Keimtemperaturen. Viele Pflanzen keimen ungefähr zwischen 18 bis 24 Grad. Zum Beispiel, wenn ihr Chili, Aubergine und Paprika vorziehen möchtet, dann kann es auch ruhig ein bisschen wärmer sein, so 25 bis 30 Grad. Da nutzen sehr viele Leute Wärmematten zum Beispiel. Das macht man in der Regel bei Januar, Februar. Bei Tomaten hat man jetzt nicht unbedingt das Problem mit der Wärme. Das heißt, da reichen auch 18 bis 20 Grad mit der Keimung. Langt vollkommen. Andere Kulturen sind jetzt, die es etwas kühler brauchen, sind zum Beispiel Salat oder Kohl. Da habe ich auch nach meiner Erfahrung 15 bis 18 Grad reichen da locker aus. Wenn die Pflanzen gekeimt sind, dann nehmen halt viele ihre Tomatenpflanzen, Paprika, Auberginen und Chilis und stellen sie etwas kühler, zum Beispiel bei 15 Grad, weil sie dann kühler stehen. Sie werden halt robuster, gewöhnen sich an ein kühleres Klima, was wir hier in Deutschland haben, gehen dann viel mehr in die Wurzelbildung, was ja am Anfang der Voranzucht sehr wichtig ist und man braucht auch im Vergleich dazu ein geringeres Lichtverhältnis. Letztens habe ich einige Bilder von Tomatenpflanzen bekommen, die schon, glaube ich, im Januar, Ende Januar oder auch im Februar vorgezogen worden sind und die nur an der Südseite von einem Fenster standen, wahrscheinlich auch bei 20 bis 25 Grad. Und das eine von der Geschichte war, dass die Tomaten zwar schon pikierfähig waren, aber dünnen Wuchs hatten, lang gewachsen sind und letztlich einfach nur ein Geilwuchs waren und das sind keine richtig starken Pflanzen. Also schaut einfach Lichtverhältnisse 20 bis 25 Grad, eventuell dann auch mit LED-Lampen arbeiten, so wie ich es zum Beispiel mache, oder dann halt einfach schauen, 15 Grad kühl halten und da reicht vielleicht auch schon ein Südfenster.
Punkt 5 ist sehr wichtig, und zwar geht es hier um das richtige Gießverhalten. Wichtig ist, dass die Erde feucht ist, damit die Pflanzen hier nicht austrocknen bzw. auch hier in Wachstumsstopp kommen, weil die Wurzeln sich nicht richtig ausbilden können. Andererseits muss man dann auch wieder schauen, dass die Erde nicht zu nass ist, weil sich dadurch Schimmel bilden kann, und Staunäste ist dann auch für die Pflanzen sehr gefährlich, weil hier die Wurzeln abfallen können und gehen sie letztlich auch ein. Von daher ist es wirklich wichtig, die Balance auch zu halten, dass die Erde nicht zu feucht ist, aber auch nicht zu trocken, sondern hier so dieses perfekte Maß bekommt. Ich zum Beispiel tue meine Pflanzen jede Woche einmal richtig gut gießen. Ich habe halt hier diese Untersetzer, diese Schalen, wo ich halt hier die Töpfe mit reinstelle. Und da gieße ich halt hier unten rein. Hat einfach den Vorteil, dass halt die Wurzeln sich nach unten zum Wasser auch bilden. Und das Erste, was halt oben austrocknet, ja die obere Schicht, da gehen dann die Trauermücken ungern hin, weil es ja trocken ist, da legen sie ungern ihre Eier rein, und so könnt ihr auch dieses Trauermückenproblem besser in den Griff bekommen. Ich gebe bei meinen Jungpflanzen auch bis zu dem Punkt, dass sie halt kurz bevor sie wirklich austrocknen und gar kein Wasser mehr haben, dass ich dann erst nachgieße, damit ich sie auch hier an die Trockenheit gewöhnen kann. Dass zum Beispiel, wenn es 2-3 Wochen nicht regnet oder ich kein Wasser zur Verfügung habe, dass sie mit Pflanzen nicht eingehen, sondern ihre Wurzeln wirklich tief nach unten bilden. Zum Beispiel Tomaten ist eine Wüstenpflanze, kann ihre Wurzel bis 2 Meter tief bilden, um halt hier an Wasser zum Beispiel zu kommen, und dahin möchte ich sie auch trainieren. Ja. Im letzten Punkt habe ich kurz die Trauermücken angesprochen, das ist für viele Gärtner ein elendiges Problem, habe es schon in einigen Foren auch dieses Jahr wieder mitbekommen, Trauermückenprobleme, wieder 1/3 der Jungpflanzen kaputt. Also da, wenn es aufkommt, erstens, wenn ihr Probleme mit den Mücken habt und die fliegen euch herum, erstmal Gelbtafeln zu den Jungpflanzen mit rein, damit halt vielleicht die Mücken da an die Tafeln rangelockt werden bzw. dort kleben bleiben, ist vielleicht jetzt nicht die schönste Möglichkeit, aber bevor man hier den Aufwand in seine Jungpflanzenanzucht einfach in Luft aufgehen lässt, würde ich das auch machen, habe ich auch schon notweise machen müssen. Sonst kann man auf Mittelchen zurückgreifen, wie zum Beispiel Nemmöl, da aber auch wieder auf dieses Verhältnis aufpassen, weil das auch immens eure Pflanzen schaden kann. Und was für mich am besten gewirkt hat, sind Nematoden, kann man online kaufen, sind so kleine Fadenwürmer, die halt in die Larven mit eindringen, die von innen heraus fressen und hier auch in kurzer Zeit euch das Trauermückenproblem in Luft auflösen lässt. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Probleme mit Trauermücken, ist wirklich das erste Jahr null, und ich benutze schon seit mehreren Jahren nur meine eigene Komposterde, wo auch hier wahrscheinlich auch mit ein paar Nematoden und anderen Kleinstlebewesen mit in der Erde mit dabei sind, die halt fürs Gleichgewicht sorgen. Punkt 7 sind die Töpfe. Also am Anfang, wenn ich meine Aussaat mache, dann sind es meistens in großen Schalen. Da lasse ich die ganzen Pflanzen erstmal wachsen, und dann, wenn sie halt zum Beispiel 4 Keimblätter haben, eine gewisse Größe haben, dann fange ich an, die Pflanzen zu pikieren und sie in einzelnen Töpfen mit reinzusetzen. Das sind meistens erst so kleinere Töpfe, die so ungefähr 10 cm hoch sind. Die kann ich schon in meine Untersetzer einordnen, da passen ungefähr 40 Stück rein. Hier haben dann die Pflanzen genug Platz zum Wachsen, bis ich dann, wenn sie dann groß genug sind, ich merke, dass unten, wenn ich die Töpfe umdrehe und dann an die Wurzel dann ranschaue, wenn sie dann zu wenig Platz da haben, dass ich dann wieder umtopfe, damit die halt hier immer kontinuierlich weiter wachsen. Das ist ja auch ein Problem, wenn man zum Beispiel zu früh anfängt, beispielsweise mit Tomaten, weil die halt recht schnell wachsen, und auch, ich habe Leute gesehen, die haben mit Gurken im Januar angefangen. Und Gurken, also Kürbisgewächse, wachsen richtig schnell. Und da hast du dann das Problem, du musst halt immer wieder umtopfen, weil sonst halt die Pflanze nicht genug Platz hat, Wachstumshemmungen haben, und das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern man möchte ja kontinuierlich die Pflanze begleiten, dass sie immer stetig und gut weiter wachsen kann. Und da halt immer rechtzeitig umpflanzen, rechtzeitig pikieren. Auch bei Tomaten zum Beispiel ein bisschen tiefer setzen, damit die halt ihre Seitenwurzeln auch bilden. Besonders im permakulturellen Bereich möchten die Leute biologisch arbeiten. Von da sind dann manche da, die jetzt nicht unbedingt mit den Plastiktöpfen arbeiten möchten, sondern zum Beispiel sich Toilettenrollen nehmen oder auch so Kokostöpfe. Habe ich auch schon meine eigenen Erfahrungen gemacht. Muss man bei zum Beispiel den Kokostöpfen muss man halt immer wirklich gut dabei sein, dass die halt regelmäßig gegossen werden, damit die Pflanzen da auch keinen Wachstumsstopp bekommen. Und der Vorteil von diesen Kokostöpfen ist ja, muss man die Pflanzen beim Pikieren oder ins Setzen ins Beet, haben sie viel weniger Stress, weil ich einfach den Topf mit reinsetze und der wird dann von den Mikroorganismen, von den Kleinstlebewesen da einfach zersetzt und kann die Pflanze einfach weiter wachsen, hat sie weniger Stress. Aber aufpassen, man muss halt bei den Sachen wirklich mit der Luftfeuchtigkeit und mit dem Wasser, sonst ja halt hier die Schimmelgefahr viel zu groß ist.
Punkt 8 ist eine organisatorische Natur, und zwar ist es hier die optimale Beschriftung. Es gibt hier zum Beispiel Pflanzschilder, die man sich kaufen kann, wo man halt hier schön seine Sorten aufschreiben kann. Mein Vater hat zum Beispiel früher sich selber gemacht, indem er halt ein bisschen geschnitzt hat aus Totholz, aus dem Wald hat er sich was rausgenommen, hat ein bisschen geschnitzt und hat dann hier, da konnte man mit einem Bleistift dann schön draufschreiben, oder hat auch zum Beispiel diese Eisstiele genommen und da Karton draufgeklebt und sowas, dass man hier schön beschriften kann. Ich zum Beispiel habe jetzt so ein System, dass ich hier ein extra DIN-A4-Blatt habe, schaue mir halt die Platten an, da habe ich ja 10 Reihen, und dann schreibe ich halt für jede Reihe einzeln, welche Sorte das halt ist, und wenn ich die halt raus und reintrage, dann nehme ich halt diese Liste mit. Zum Beispiel, wenn man selbst Saatgut nimmt, Pflanzen vermehren möchte oder mehrere Sorten hat, einfach damit man hier so einen gewissen Überblick hat. Ist halt zum Beispiel bei Kulturen wie zum Beispiel Paprika oder Chilis halt, da weiß man am Anfang nicht, ist halt schwer zu unterscheiden, welche Sorte das jetzt gerade ist, weil die halt sehr ähnlich sind. Ich nutze es halt auch zum Beispiel, weil ich halt sehr viele Tomaten habe und ich möchte jetzt nicht unbedingt 10-mal die gleiche Tomate anbauen, dann ist es vielleicht eine Sorte, die ich nicht unbedingt mag, sondern vergesse halt dann eine Sorte, die ich vermehren möchte, und habe dann weniger von denen. Ich möchte halt so einen Balance haben, dass ich halt von jeder Sorte so ungefähr 5 bis 6 Pflanzen habe, bis auch von der Ananas-Tomate, da gehen auch 10 bis 15, da habe ich kein Problem, ist eine meiner Lieblingssorten. Die Ananas-Tomate, die kann bis zu 1 Kilo schwere Früchte produzieren, und trotz dieser Größe sind die auch unglaublich süß. Was Punkt 9, auch wieder von organisatorischer Natur, und das eigentlich macht man das, bevor man mit der Voranzucht beginnt, und zwar das wirklich durchplanen. Wann beginne ich mit der Voranzucht? Habe ich die nötigen Ressourcen und Mittel, und habe ich auch den nötigen Platz? Also ich habe ja im Januar und Februar zum Beispiel angefangen. Habe ich gemacht, weil ich ja halt auch zusätzlich die LED-Lampen habe. Hätte ich die nicht gehabt, dann würde ich das nicht nutzen. Grundlage dafür, dass ich schon im Januar und Februar beginne, ist einerseits mit meinem Permakulturprojekt, weil ich ja auch hier Geld verdiene und auch hier die Pflanzen, die ich überschüssig habe, verkaufe. Und ich habe einen 16 Meter langen Folientunnel, der auch 5 Meter breit ist, und noch ein anderes Gewächshaus. Das heißt, ich könnte jetzt schon die Pflanzen im April mit raussetzen. Wenn es mal der Frost kommt, dann habe ich hier nötige Maßnahmen, die ich treffe, damit die Pflanzen auch überleben. Den nötigen Platz zum Beispiel in der Wohnung, ich habe, und ihr habt auch Familie oder sowas, und die sehen das jetzt anders, dass ihr vielleicht nicht einen ganzen Raum voller Pflanzen zustellen sollt, sondern ihr dann irgendwann frustriert seid, ihr habt keinen Platz mehr und so viele Pflanzen, wohin mit den ganzen Pflanzen, dann gehen noch viel zu viele ein, weil ihr auch mit dem Gießen nicht hinterherkommt und ihr nicht die Übersicht habt. Von daher ist es halt wichtig, dass ihr die Pflanzen, wie gesagt, im Fluss sozusagen in die Beete mit reinsetzt zum richtigen Zeitpunkt und nicht dann notgedrungen im April da irgendwelche Pflanzen in einem Risiko raussetzt, dass ihr vielleicht noch welche aufopfert, weil dann noch Frost kommt, und dann bekommen sie noch irgendwelche Frostschäden, und dann habt ihr den Vorsprung, den ihr euch erarbeitet habt, in Luft aufgelöst. Schauen, in welcher Klimazone ihr seid. Seid ihr eine Alm, seid ihr eine Apfel, recht spät, Spätfröste. Und dann macht es halt keinen Sinn, wenn man schon richtig früh irgendwie anfängt mit der Voranzucht. Der nächste Punkt kommt in den nächsten Wochen auf mich zu, und zwar meine Jungpflanzen an die Sonne zum Beispiel gewöhnen, auch hier dementsprechend abhärten an die raue Natur. Weil jetzt sind sie halt drinnen, sind halt geschützt, sind ein bisschen verwöhnt, haben halt noch dieses künstliche Licht, das halt noch ein bisschen anders da ist zum Sonnenlicht. Und wenn man die Pflanzen einfach von heute auf morgen rausstellt für mehrere Stunden, dann werden sie halt Sonnenbrände bekommen. Das sieht man, diese weißen Flecken, und das wirft die Pflanzen dann enorm zurück, und das macht dann die Voranzucht auch wieder zunichte. Von daher ist halt wichtig, wenn ihr mit dem Abhärten beginnt, vielleicht die ersten Wochen, die ersten Tage, 15 Minuten bis 20 Minuten, dann steigert man das halt weiter. Man beobachtet auch die Pflanzen, ob es zu viel ist oder zu wenig. Das sieht man ja auch, ob sie Sonnenbrand bekommen oder nicht. Dann 30 Minuten, dann 45 Minuten, dann mal eine Stunde, dann gehen auch 2. Und dann hat man halt hier so die Pflanzen langsam an die klimatischen Bedingungen gewöhnt. Das waren jetzt für mich die 10 wichtigsten Punkte der Voranzucht. Ich hoffe, dieses Video kann euch einen Mehrwert geben, kann euch bei eurer Voranzucht helfen und unterstützen, damit ihr hier eine erfolgreiche Basis habt und eine erfolgreiche Ernte. Sofern euch diese Tipps einen Mehrwert geben, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne auch unten in die Kommentare kommentieren, welche Pflanzen ihr schon in der Voranzucht habt, ob ihr begonnen habt oder nicht. Gerne auch dieses Video weiter verbreiten, Freunde, Bekannte, Familie, Leute, die halt jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit der Voranzucht haben, und mal hier auch hier diesen Druck wegnimmt, und damit halt hier so eine Art Anleitung für euch gegeben ist. Gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen, findet ihr noch weitere Informationen von mir und meinem Projekt, findet ihr auch Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich halt hier weiterhin für euch diesen Mehrwert bieten kann in diesem Form der Videos, da ist auch zum Beispiel PayPal mit verlinkt oder auch meine Bankverbindungen für freiwillige Spenden, ist immer gerne gesehen. Dort findet ihr auch meinen Grundlagenkurs in die Permakultur bzw. Selbstversorgung, oder wenn ihr das dann auch, ja, oder auch meine Coachings, die ich auch anbiete,
Einzelgruppen- und Monatscoachings. Und hier könnt ihr mir per E-Mail schreiben, wenn ihr ein kostenloses Erstgespräch haben möchtet. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Permakultur oder auch Gesundheit in Richtung steinfreie Heilkost, vegane Rohkost.